der Show. Und wir begrüßen ganz herzlich die Titelverteidiger. Die Fanfare zu Potsdam! Noch ein paar Informationen zu Potsdam. 1963 gegründet, Vereinsleiterin Bettina Beels, die musikalische Leiterin Anja Knüpfer und der Stabführer ist Robert Vober. 160 Mitglieder hat der Fanfarenzug in Potsdam und er ist natürlich, und man könnte jetzt die Erfolge, jetzt die passen gar nicht auf eine Karte, glaube ich auch nicht auf zwei, deswegen beschränken wir uns auf ein paar. Vielmaliger Sieger und auch Titelverteidiger, habe ich schon gesagt, der Fanfaronade ist er. Neben den vielen Erfolgen gibt es auch die internationalen Auftritte zu würdigen, zum Beispiel in England, Australien, in den USA war man, in Kanada und auch in Europa, in Holland, in Italien und Belgien war man unterwegs. Da konnte ganz viele Erfolge im Marsch- und Showwettbewerb bei den Wamsby-Weltmeisterschaften unter anderem 2010 im heimischen Potsdam erringen. Höhepunkt 2012 dann die 100. Calgary Stampede-Parade und die Weltmeisterschaften der Marching Showbands in Kanada mit Platz 1. Im Marschwettbewerb, Platz 2 in der Drum Major Wertung, Platz 3 im Showwettbewerb und Platz 4 insgesamt bei der Stampede Parade wurde da überaus erfolgreich abgeschnitten. 2013 dann in Kerkrade konnte der Fanfarenzug zum Beispiel 2 Goldmedaillen und den Tagessieg erringen und erhielt eine Auszeichnung als bester internationaler Starter. Und auch Potsdam bereitet sich natürlich auf den Höhepunkt dieses Jahr vor, die Vamsby-Weltmeisterschaften in Kopenhagen in Dänemark Ende des Monats bzw. Anfang des Monats Juli 2015. Und hier ist dann der Fanfarenzug Potsdam. Wir schauen nach oben, die Jury ist bereit. Da gibt es das Zeichen. Und wir schauen, wenn Potsdam bereit ist. Showwettbewerb Division 1. Wir freuen uns auf den Fanfarenzug Potsdam. Wir wünschen der Band viel Erfolg und euch gute Unterhaltung. Thank you.
einfach war zu Potsdam. Und wer macht das wieder weg? Wer räumt das wieder auf? Das ist eine konkrete Frage. Ne? Aber wahrscheinlich wieder Bier. Das ist ja auch so. Okay. Ja, warum das mal die ganze Warm werden? Ja, vielleicht regnet es ja noch.